Möchte mal ein Rennen spielen, ob ich da gute kenne oder so, ja, spielen. Mhm. Und es muss uns nach innen kommen und. Was nicht. Du hast ja keinen TikTok, ja? Da siehst du oft, wie die. Hast du schon mal gesehen, wie so ein, das ein richtiges Eurotruck-Setup macht? Ein richtiges LKW? Okay. Muss ich mal schicken. Da gibt es halt viele, die wirklich Hardcore-Simulations-Fans. Die haben sich ja wirklich wie einen Truck eingerichtet. Mhm. Also wirklich so mit richtigen Sessel, mit richtigen Lenkrad von Iveco oder so. Mit Tacho und alles, ja? Mhm. Und dann hab ich gesagt, das ist krass, er schaut euch nämlich immer zu. Ja? Dann hab ich gesagt, ich habe ein Mini-Setup für den Landwirtschaftssimulator. Letztens habe ich gesehen, der Snowrunner ein Setup hat das wieder. Okay. Aber was bringt dir das hier? Was meinst du? Ja, rein optisch. Ach so. Was einer gern spielt. Das Feeling halt. Und jetzt verstehst du es mehr, weil du ein Lenkrad hast, weißt du? Ja. Das macht halt, das ist ein kleines Detail, aber es macht halt, finde ich, was aus, weißt du? Das ist wie bei LS, ja klar, könnte ich jetzt auf der Tastatur F drücken für senken, aber ich finde es einfach geiler, am Joystick, weißt du, oder auf meinen Tasten, auf meiner Seitenkonsole zu drücken, weißt du? Mhm. Ja. Schau ich so schnell, finde das an dem. Also in der Fußballgruppe tut sich auch nichts mehr, ha? Also heute war der Tommy zufällig einkaufen da, wir haben drüber geredet, aber das ist, es meldet sich ja keiner. Also ich und der Tommy haben jetzt schon ein paar Spiele wieder gespielt, ich und Sascha auch. Der Sef, den hat momentan fast keine Zeit, wenn er im Winter ist. Und was ist, solange sich keiner ihn für irgendwas meldet, dann... Ja, eh. Hätte schon noch Bock gehabt eigentlich auf so eine zweite Session. Schickt er das jetzt bei WhatsApp? Der macht zum Beispiel aber auch Eurotruck Simulator mit dem Setting. Wir müssen. Das sind mit Bildschirmen links und rechts, dass du wirklich eine Rundumsicht hast. Haben die. Schau ich gleich. Ja. Dann halt diese. Schauen, dass er nicht umkippt. Hardcore-Simulations-Fan. Ich finde, Euro Truck ist auch ziemlich entspannend. So, das ist wirklich cool. Nur ich habe den ganzen Platz nicht, dass ich mir da mehr aufbauen könnte. Ich habe mir ja auch wirklich so einen richtigen Schaltknüppel überlegt. Aber das ist alles zu eng dann. Das ist so einen großen wie beim Traktor oder LKW am langen, ja, der am Boden steht. So wie das Lenkrad mit dem Pedal ist, das ist das Maximum an Platz, was ich habe. Ja, meine Seitenkonsole hat noch Platz und ja, mein Mikro, ein Joystick und dann bin ich ausgelastet an meinem Tisch. Ich habe einen ganz einen kleinen Schreibtisch, also so einen Computertisch. Ich habe gesagt, wenn ich dann wieder irgendwann da rauskomme, mein größeren Tisch, dann mache ich das generell ein bisschen anders, auch vom Aufbau her. Das dauert noch lang, oder? Ja, ein bisschen wird es noch dauern, ja. Lang würde ich jetzt nicht sagen. Wer weiß. Ich habe jetzt so geredet, wenn die Karo mit 18 oder 19 auszieht, das sind über 5 Jahre oder so. Alter, da steht ein Anhänger. Also so lang ist das dann eigentlich nicht. Das ist als Beispiel. Fracht verladen. Gut, man kann nicht immer davon ausgehen, dass du Kinder mit 18. Ja, eh nicht, aber das war jetzt nur so als. Ja, als Richtwert.
Was hat er für ein Problem? Wer hat wohl ein Problem? Ich komme da nicht den Berg hoch. Interessant. Das ist zwar. Er ist einfach stehen geblieben, mitten am Berg. Okay. Kleineren Lasten geschalten, auch nicht weit kommen. Soll ich ein bisschen zurückrollen lassen, nochmal angefahren. Wäre das da ein Stein so dumm verkeilt gewesen? So. Aber hast du das Video jetzt schon gesehen? Ich schau grad. Das. Also ich sehe, der hat links auch noch an dem Bildschirm stehen, deswegen schaut das so aus, als hätte er links das Fenster dann. Seitenspiegel auch und ja, Fenster, genau. Ja. Dann hat, und das haben die bei Eurotruck haben das auch. Da gibt es einen Amerikaner, der den American spielt. Der hat mit zwei Sitzen vorne, auch mit Abstand. Nein. Bruder Jakob, also. Ich stehe auf der Bremse, ich schicke dir jetzt ein Foto. Okay. Entweder es wird gleich laut oder ich bin Retter des Tages. Oh, Scheiße, was mache ich da jetzt? Ist die Handbremse, glaubst du, genauso? Ja, Handbremse hält auch, okay. Handbremse haltet auch viel. Jetzt muss ich überlegen, was ich da mache. Warte mal, vielleicht kann ich mich. Aber wenn ich mich jetzt mit das Seil winde. Scheiße, Mann. Das ist nur einmal ein bisschen zu schräg gekommen. Drummond Island, ist das? Warte mal, waren wir dort schon? Ich glaube, ich war in dem anderen. Scheiße, Mann. Der Baum hält mich jetzt. Nein, er hält mich noch nicht. Jetzt muss ich mal schauen direkt. Ich hoffe, das ist dort nicht das dort, weil dann fahre ich einen Mörderumweg. Jawohl, Leute, King. Schafft haben wir's. Das haben wir keine Muster. Ja, ich meine, vielleicht sollte ich das wirklich nochmal probieren, euer Truck Simulator mit dem Lenkrad. Vielleicht macht das dann mehr Spaß. Es ist halt wie. Ich finde, es ist spannend, ja. Es ist jetzt ein. Weil, wenn du jetzt wirklich von Quarantäne zur Action suchst und. Links, dann ist das nichts, ja. Aber es ist, es ist halt so, ich fahre und. Scheiße. Ja. Was ist das für ein Weg? Du fährst Autobahn und so, das ist alles so eintönig, weißt du, ich meine? Nicht wie in der Action, aber. Also nicht so wieder hier aufs Gelände gerollt, dann fährst ja, du gut, das so einen Ball ist ja und so. Anders, ja. Aber weißt du, ich meine? Ja. Ich weiß schon, was man ist. Und dann fahre ich das quasi auch noch alleine, weißt du, ich meine? Am zweiten, mit dem ich mich über den CB-Funk unterhalten kann. Ja, das ist dann sicher auch, sag ich. Das ist dann auch sicher entspannter, weil du dann so über Themen reden könntest. Aber ja, das stelle ich mir dann auch eben natürlich entspannter vor. Weißt du, die drei Streams, die ich da gemacht habe, wo ich mir gedacht, naja. Wie gesagt, ich fand es auch alleine schlecht. Ich habe meistens Musik im Bereich gehört und bin losgefahren. Und habe über irgendwas halt geredet, was mir eingefallen ist. Ah,
Also ich kann dir sagen, ich komme dort 100% nicht an. Glaubst? Also wenn ich den Weg da ankomme, fahr dann Berg hoch, Alter. Ich kann nicht links, rechts, nur Bäume. Das war ein schmaler Weg, also das ist sicher für einen Scout ausgelegt. Ich stehe schon in der Luft, oder? Und einen anderen Weg jetzt nicht fahren können? Nein, es gibt keinen anderen Weg darauf. Was ist das? Ich hätte vielleicht, ohne Anhänger würde es vielleicht gehen. Das wird ein bisschen einfacher. Okay, so geht's einmal nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen in den Baum verhakt. Ganz geile Sache. Ich habe halt gesehen, viele spielen das wirklich so rein aus Entspannung, nämlich. Ich hab dann gesehen, der hat nämlich darüber erzählt, was er so geil findet jetzt an Overtalk. Oder der hat American, weiß ich jetzt nicht, irgendein Tag zum Overtalk. Ja, der hat gesagt, wenn er von der Arbeit heimkommt, ja, das ist einfach so, das ist ruhiger, ja, er muss nichts machen in dem Sinn, was er einfach loslassen, so quasi in einen anderen Beruf wechseln. Und nebenbei macht er sich sein Tablet auf, ja, schaut irgendwelche Serien oder irgendwas, auf was er Bock hat, und fahrt da runter zum Beispiel. So. Aber ich bin ja der King und hab's geschafft. Aber ich glaube, der Weg ist der, den ich runterfahren wollte und der nicht geht, weil es zu eng war. Und wenn es geht, dann bin ich ein Trottel, dass ich hier nicht draufgefahren bin. Also beim Steinbruch, da stehen urviele Anhänger. Einer, oder? Zwei, drei? Vier, zwei, fünf? Drei. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da richtig fahre oder nicht. Ich bin gespannt, ob ich da runterkomme. Runterkommst, ist die Frage, mit oder ohne Anhänger? Aber ich kann nicht da runterkommen. Weil ich denke, wenn das der Weg ist, dann war der zu eng zum Runterfahren. Aber ich glaube, ich bin ein Trottel und habe den verwechselt eigentlich. Und werde da eigentlich auch easy raufkommen. Okay, easy vielleicht nicht, aber... Aber okay. Aber es wäre der einfachere Weg gewesen. Sehe ich gerade. Ja, war auf jeden Fall einfach weg gewesen. Ja, vielleicht machen wir das wirklich mal. Ich habe mir überlegt, ist. Was machen ich, wir? Ich plane einen, jetzt diesmal wirklich einen Adventkalender zu machen. Das wäre wirklich super, ja. Ich habe mir schon. Ich möchte das in einer. Wenn es mit dir ist, wo ich mir gedacht habe, du bist aber fix, aber in einer Challenge-Form aufbauen. Jeden Tag eine andere Challenge. Ich habe mir zum Beispiel dann eine Challenge eben auch für den Eurotalk-Simulator aufgeschrieben. Du hast ja das Navi normal. Und dass wir sagen, wir müssen zum Beispiel von Wien ohne Navi und ohne Karte nach Berlin zum Beispiel. Das heißt, dass du hast Zeit. Das heißt, da muss ich aber zuerst freispielen. Warum? Das ist nicht auf unserer Standardkarte. Berlin habe ich ja, glaube ich, nicht. Das ist auf der Standardkarte. Das wird aber. Naja, ja, aber ich habe ja noch nicht frei die Kilometeranzahl. Ja, gut, ob wir es mit Fracht spielen, das können wir ja dann schauen. Das war jetzt auch nur als Beispiel. Also kann man da frei fahren auch, ohne dass ich. Ich verstehe jetzt nicht, was du meinst. Du suchst deinen Auftrag aus
Und da fahren wir dann hin. Yay, aber den Auftrag, der ist ja danach gekoppelt, wie weit ich fahren kann. Ich kann ja nicht noch unendlich weit fahren. Ja gut, aber Berlin ist jetzt nicht so weit weg. Ich rede jetzt nicht von über 1000 Kilometer. SnowRunner wäre auch eine geile Challenge. Aber auf jeden Fall, und eben, dass du sagst, okay, du hast 2 Minuten die Karte anzuschauen. Also du siehst, okay, du musst über München, von München nach, weiß nicht, Dresden, über Dortmund und dann Berlin, zum Beispiel jetzt, ja? Mhm. Und dann fahrst du halt und musst dir die Schilder anschauen. Mhm. Die Straßenschilder. Genau, SnowRunner. Sicher lustig. So, auch so ähnlich, von A nach B oder so. Krass, ich glaube, ich bin zum ersten Mal stecken geblieben mit diesem LKW. Oder? Ich glaube. Hm? Aber 24 Challenges oder so ist viel. Ich habe mir jetzt 9 oder so, habe ich mir schon aufgeschrieben. Echt? Ja. Was noch? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Irgendwas mit GTA auf jeden Fall. GTA, FIFA, GTA, FIFA, SnowRunner, Eurotruck Simulator, Landwirtschaftssimulator. Ob noch was dabei war, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht was sagen wir nicht dann. Aber ja, wenn du dabei. Wo man noch irgendwas einfallen wenn wieder. Du dabei bist, dann könntest du da auch einen Forum-Tweet machen und dann kann ich das ins Forum schauen. Mhm. Aber ich dachte, ich plane das vor, weil dann. Weil wir werden sie auch voraufnehmen müssen. Ja. Weil sonst kommen wir doch nie. Das vielleicht ist auch eine Challenge, einen Challenging Ghost oder so vielleicht auch. Wir haben doch in Wildlands auch eine gemacht, glaube ich. Ja, wir sind ein Rennen gefahren. Ja. Von einem Ende zum anderen. Das war auch ziemlich lustig, kann ich mich erinnern. Ich komm da nicht hoch. Musst du echt rundherum fahren? Wolltest du da nicht wo runterfahren? Runter? Wo wollte ich runterfahren? Hast du nicht gesagt, du musst wo runterfahren? Na, die eine Aufgabe ist schon fertig gemacht jetzt. Bin schon bei der nächsten wieder. Oh. Wow. Du bist produktiv. Aber ich komm nicht. Ich komm da nicht hoch und wenn ich jetzt zurückschiebe, ich stehe wirklich schräger von einem Hang. Oh, ja. Deswegen kann ich nicht so gut zugeschrieben, aber ich glaube, jetzt habe ich's. Ich bewege mich wieder nach vor. Ich hoffe, das ist nicht der Gatschmeppeuer, wo ich da jetzt hinfahre. Viel Spaß. Da drehe ich gleich wieder um, Alter. Da fahre ich nicht zum Sägewerk.
Aber machst du die mit den zwei langen Stämmen zum Sägewerk? Ich muss ja vom Sägewerk abholen. Vom Sägewerk abholen? Lange Stämme und liefern eines zum Steinbruch und eines zum Bohrplatz. Also das Sägewerk ist im Gatsch. Das Sägewerk ist jetzt da, die Holzstation. Ich fahr jetzt zu einem anderen Sägewerk. Bist du da nicht ein bisschen falsch jetzt? Ach so, das kann möglich sein. Aha. Hm? Du holst das auf der anderen Karte ab und fährst dann dort. Mhm. Ach so, machst du das, okay. Aber wär's aber nicht einfacher gewesen, du wärst zurückgefahren von unserer Karte? Ja, ich wusste nicht, dass die Karte ist, die noch nicht frei ist. Ja, die anderen zwei sind noch nicht frei. Nur die zwei sind. Die und die erste. Ja, dann wär's einfach. Wie schaut die aus? Ist das die Gatschige? Nein. Die andere. Oder was ist denn das für eine Kurve? Auch nicht offen. Ah, das ist die mit dem Hügel in der Mitte, oder? Mit dieser Insel, kann das sein? Ich glaube. Aber ich fahr jetzt wieder zurück bei Christi. Darf ich durchfahren? Und er sagt, wegen Produktivität. Sie sind den ganzen Weg dorthin gefahren und dann fahren wir den ganzen Weg zurück. Also ich bin stolz auf mich. Also diese Holzmissionen sind nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon nicht die schwierigste Fracht. Ah, da hätten wir nur eins hinten müssen. Scheiße, ist das gut. Gut! Vielleicht finden wir auch irgendeine Shooter-Challenge, wobei da weiß ich schon, wer gewinnen wird. Eine was? Shooter-Challenge. Oder irgendeine andere Sport-Challenge. Shooter-Challenge hätte ich eine für mich gefunden. Aber keine du. Ich habe mir auch aufgeschrieben Ideen, wenn du nicht mitmachen würdest dafür. Vielleicht kann man die Ideen ja auch ein bisschen ummünzen. Auf du. Na gut, viele sind ja dann so ähnlich. Weil zum Beispiel Eurotruck wäre dieselbe gewesen, nur dass ich es allein mache. Ah, okay. Das halt nicht gegeneinander so quasi, sondern... Alleine halt. Alleine hätte ich das gemacht. Genau, so ein Snowrunner. Eine Hunter-Challenge? Ja, das habe ich auch gehabt, glaube ich sogar. Also, für mich als Solo. Was denn dieses Jagd? Ja, weiß ich. Habe ich Solo für mich eine gehabt. Ah, okay. Ja, man, die könnte man eigentlich auch in Multiplayer machen, stimmt. Stimmt, das war gar nicht so unterpott. Aber weißt du, wenn dann eine mit Standardwaffen? Wie man es mit Standardwaffen? Naja, ich habe da nicht viel frei noch. Gut, dann musst du halt sagen dann. Musst du dann Ansage machen? Mhm. Mir wird eine Challenge auch einfallen, aber da weiß ich sicher, du gewinnst. Aber egal. Wer in Medieval in einer gewissen Geschwindigkeit eben Häuser aufbaut oder so, könnte man machen. Ja, könnte man auch. Oder irgend sowas. Dann ist vielleicht nicht ganz so interessant, aber